Hallihallo, hier ist der Gusua. Wir spielen eine neue Runde oder eine weitere Runde Clash of Clans. Ich habe ja immerhin, bin hier in der zweiten Challenge und muss einfach noch einen Stern bei einem Town Hall 11er machen. Sollte machbar sein, sollten wir hinkriegen. Letztes Video ging es ja um den neuen PC eventuell. Ja, wie gesagt, ich habe da ja jetzt... ja, ich weiß nicht, soll ich was zu den Specs sagen? Ich gehe mal gerade rein. Hier kann ich zeigen, ist nicht irgendwie... Oh, spooky. Nennen sie natürlich Gusua PC. Ist ja wohl mal klar, Wird ja relativ warm. Habe ich aber auch schon zuvor mal in dem Zweitkanal halt genauer erwähnt. Wie warm, bla bla bla. Dann, wie gesagt, läuft er auf 3.8 und ich habe hier die GTX 670 drin. Reißt jetzt nichts vom Teller, aber ist in Ordnung. Sagen wir es mal so, ja. So sieht es momentan aus. So, ja, hier noch eine schöne SSD. Passt natürlich, man gönnt sich ja. Und wie gesagt, da habe ich mich halt mit dem mit der Sache befasst und dachte mir halt, gut, okay, komm, was könnte jetzt noch, was man, was einem halt wirklich bei der Videobearbeitung halt weiterbringt, sage ich jetzt mal, was könnte man da noch machen? Und da ist halt natürlich Fokus auf die Graka gefallen, ist ja klar, und dachte mir halt, gut, okay, komm, eine 1070 Ti und die geht so momentan so für roundabout 400 Euro raus. 400, 450, so in dem Dreh. Kann man machen, logisch. Aber das ist ja der Rest von meinem System auch noch 5 Jahre und älter. Ist natürlich dann auch eventuell ein bisschen uncool. Und da habe ich mir gedacht, gut, okay, komm, dann guck doch einfach, dass du was in der Range bekommst vom Gaming-PC, wie der ja jetzt halt auch ist, gebraucht bei eBay. Die Preise sind ja, also wenn du jetzt einen 4000 Euro Rechner aufbaust, sage ich jetzt mal, kriegst du da ja auf eBay selbst nach 3 Monaten, wenn du richtig, richtig Glück hast, kriegst du die Hälfte raus. So, das ist Fakt. Kann jeder eine andere Meinung drüber haben. Ich weiß definitiv, es ist wirklich so. Fertig, weil ich mich halt doch ein bisschen mehr mit eBay auskenne. Und das ist einfach so. Fertig. So. Und warum soll ich dann für 450 Euro, sage ich jetzt mal, eine Graka holen, wenn ich mir ein gebrauchtes System halt, was aber einwandfrei läuft. Ich habe es ja, wie gesagt, mit meinem durch. Ich habe da wirklich keinerlei Probleme gehabt in der Zeit. Der Rechner läuft perfekt. Der läuft wirklich sehr, 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 sehr gut. Warum soll ich jetzt die 450 Tacken ausgeben, in den Rechner investieren, wenn ich eigentlich, was weiß ich, ich sage jetzt mal 2 Jahre später wieder dastehe und sage, naja, gut, okay, ich mache jetzt zum Beispiel dauerhaft 4K-Aufnahmen und dafür reicht mir der Rechner halt dann doch nicht mehr, dann wiederum mehr zu investieren. Dann kann ich auch jetzt gleich sagen, gut, okay, 1K vor allen Dingen, genau, 1K oder ich sag mal 1500 oder sowas gebe ich aus. Für den Rechner, so wie ich ihn jetzt hier habe, kriege ich auch noch, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich sag mal, 300 Euro werde ich locker noch für bekommen. Also 300 ohne Probleme, weil wie gesagt, hat 32 GB RAM, hat wie gesagt den i7 drinne, den 3930K und hat, also Festplatten bleiben natürlich bei mir, klar, logisch, Ehrenmann, klar, also das, oh, nice, nee, aber wie gesagt, Festplatten bleiben immer hier, das ist ganz klar, genau, wie ich erstmal sehe, dass die Zauber natürlich total für den Sack sind, aber den greife ich trotzdem an, das ist ja wohl mal ganz klar, wir gehen von hier aus ran, so, zack, zack, nee, und da erscheint es mir einfach nur logisch, dass ich sage, ich würde halt jetzt gerne mein System verbessern, beziehungsweise es einfach austauschen komplett und dann sehen wir weiter, was die Zeit bringt.
Weil, wie gesagt, ich kriege ja sogar noch was für meinen alten und das ist ja jetzt auch nicht ganz wenig. Und somit bin ich summa summarum, würde ich sagen, so roundabout, wie gesagt, so ungefähr bei einem Tausender fürs neue System, wenn ich den anderen halt rausrechne, dann passt das. Ja, dann passt das. Also ohne Probleme, sage ich mal. Also ich könnte auch jetzt sagen, oh ja, ich kaufe mir einen 4.000 € Rechner, aber warum? Also da bin ich halt wirklich immer dieser, sage ich jetzt mal, Geizknochen, weil das ist halt auch Geld. Also ganz ehrlich, ja. Und da muss das nicht sein. So sieht's aus, das ist meine Meinung dazu. Und da ich da, wie gesagt, mit dem anderen Rechner so gut klargekommen bin und da wirklich keine Probleme hatte, würde ich das halt auch immer wieder so machen. So, jetzt gucken wir mal hier die. Ah, na, die Dragos machen doch noch was. Die machen doch. Ich meine, die Queen geht mir jetzt zwar down, ist dann halt so, aber ich meine, ganz ehrlich, die Dragos ein bisschen für ein paar Prozente. Bam, sehr nice, die Queen macht hier nochmal. Ja, aber komm, dann ist hier da der Bogenturm. Das hält die dann nicht durch. Immerhin 7 Pokale, passt. Und eben schön ordentlich Bonus reingeballert. Beziehungsweise rausgeholt. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch so ein bisschen mit diesem Off-Topic-Gelaber, weil ich mir halt einfach ein bisschen was von der Seele reden wollte. Und es ist ja auch was, was euch dann irgendwo auch interessiert. Jetzt kommt bestimmt irgendwie, ja, verlose den anderen Rechner doch. Ja klar, genau. Klar. Nein. Fertig. Also mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Außer nein. Und gut ist. Wow, geil. Sir Lancelot geht definitiv ab, ordentlich. Und wir müssen ja auch nicht so viel machen. Wir müssen ja nur 50k machen. Passt, aber wie gesagt, nach der letzten Misere da bei mir, dass ich halt wirklich gar nicht angegriffen habe, weil ich halt wirklich inaktiv war in dem Zeitraum, geht natürlich so krass dann nicht. Deswegen will ich jetzt schon gucken, dass ich da wieder ein bisschen aktiv in den Clan-Spielen dabei bin und den Clan supporte. So, zack. Gucken wir mal, was hier jetzt noch gespendet werden sollte. Riesen. Ja klar, warte mal, kleinen Moment. Riesen. Zack. Walküren und Wut, genau, kann ich dir jetzt eine Wut geben. Bam, bam. Und den würde ich gern dahin schieben. Ich habe garantiert. Nee, wow, geil, hat geklappt. Hat geklappt. Super. Das, 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 das und das. Super, das passt auch. Walküren, zack. Komm, hauen wir rein. So, bitte keine Truppen, kriegst du auch nicht. Nur Zauber, auch in Ordnung. Vom Wolfsrudel. Einwandfrei. So, wie gesagt, Warden habt ihr ja in der letzten, in der vorletzten Folge gesehen, dass der Warden halt so mega nice schon ist. Finde ich natürlich auch extremely awesome. Auf jeden Fall. Und ich gucke gerade mal, wo ich hier selber im Clan bin. So, in welcher Position? 12. Immerhin, passt doch. Einmal frei. Wie gesagt, ihr seht ja hier auch langsam wieder. Es ging ja auch mit der Base wieder ein bisschen weiter. So ist es nicht. Also es ist jetzt nicht nur so, da macht er gar nichts, sondern ein bisschen was passiert auch. So, als nächstes wäre theoretisch die kleine Queenie dran. Und die muss dann natürlich leiden und legt sich dann eine Woche hin. Aber ich habe ja hier auch noch was. Und deswegen muss ich natürlich auch ein bisschen irgendwo Gas geben, weil da könnte ich halt noch ein bisschen was machen, ja. Nee, angreifen will ich nicht. Ich habe alle Helden voll. Dann will ich jetzt. Nee, 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 nee. Ich muss erst gucken, was ich mache. Ich glaube, das mit den Luftfegern werde ich machen. Muss ich. Alles entspannt, du. Ich hab doch. Alles gut. Ganz entspannt. Bin ich der Letzte, der jetzt hier. Oh, hier. Macht hier Hühner. Ihr Schwanzköpfe. Nee, also das passt. Aber ihr seht ja, wie gesagt, es ist halt wieder so eine Folge. Ganz entspannt, fertig. Ja. Ich könnte mir den Luftfeger vorstellen. Wirklich, ich könnte mir den Luftfeger vorstellen. Ja, einmal frei. Zerstöre 2 Luftfeger. Und dann läuft das. Also im besten Fall in einem Angriff. Beide zerballert. Fertig.
So, was wollte ich noch sagen? Genau, dann jetzt noch habe ich einen Rechner zur Verfügung gestellt bekommen. Also in Anführungsstrichen eine Dreckskiste, muss ich mal sagen. Die muss im wahrsten Sinne des Wortes erstmal sauber gemacht werden. Und da will ich nochmal gucken, was man so machen kann. Ich habe mich so ein bisschen, also wirklich nur ganz minimal oben von der Oberfläche angekratzt, das Thema Hackintosh. Weil ich halt dachte, oh ja, für meine Videobearbeitung bräuchte ich es, aber ich bin der Meinung mittlerweile, dass ich es nicht mehr brauche. Okay, Moment. So. Nee, dass ich es halt nicht mehr brauche. Und aber das könnte ich mir halt vorstellen, so auf so eine Dreckskiste macOS ist zu installieren. Aber ganz ehrlich, wer gibt mir die Zeit? Wirklich, ohne Witz, wer gibt mir die Zeit? Und da ich halt wirklich eh immer sehr, sehr, sehr wenig Zeit habe, weiß ich nicht. So, jetzt gucken wir mal gerade. Na, aber die könnte man natürlich auch schnell angreifen. Komm hier, also. 1, 2. 1, 2. Drachen sind dabei. King. Queen. Warden. Haste. Der Haste ist am Start. Und zack. War natürlich voll für den Sack. Herzlichen Glückwunsch, du hast es komplett verkackt. Aber egal. So ist es halt nun mal. Ja, bei den. Oh, Pekka. Da würde ich mal kurz den King ragen. Auf jeden Fall. Weil Pekka gegen King ist, glaube ich, nicht ganz so cool, wenn man die denn nicht beachtet. Hier erstmal schön die Queen. Na, genau. Läuft. So, hier, den würde ich gerne halt noch hier, weil sonst würde die ganze Aktion ein bisschen sinnfrei sein. Nebenbei machen wir uns ein Getränk auf. Ja. Sehr geil. Jap, jap, jap. Hat geklappt. Hat geklappt. Oh, jetzt mach doch mal Luck hier mit dem Inferno. Bam, sehr geil. Und das war natürlich jetzt ein richtiger Game Changer, weil ich damit natürlich jetzt die Möglichkeit habe, dass meine gesamten Truppen halt hier sich schön frei bewegen können und ich keine Angst haben muss, dass die Dragos gekillt werden. Und natürlich bringt natürlich schön Loot auf jeden Fall, also beziehungsweise halt den Bonus natürlich noch schön hoch, zumal ich ja jetzt sogar noch den Beutebonus, den Sternebonus bekomme. Läuft halt hart bei mir. So, sehr geil. Fortschritt durch. Und grundsätzlich, also hier mit dem Boost selber, richtig nice. Dann natürlich hier gleich nochmal Schatzkammer leer machen, dass man gleich sieht, okay, wo stehe ich halt gerade. Läuft, läuft, läuft. Zack. Den. Weitere 100 mehr. So, jetzt haben wir gleich die 30.000. Zack, mit dem Heldenbuch. Und das ist natürlich echt geil. Auf jeden Fall. Wollen wir im Bauarbeiterdorf was machen? Alter, echt übel, Chris. Echt übel. Ja. Weix und Wut, dann kriegst du von mir definitive Wut. Wie gesagt, sie seht ihr ja selber wieder immer raus mit dem Zeug. Oder wie ein Streamer zu sagen, fliegt immer wieder rein in die schmutzige Olga. Ich habe das gestern im Stream gesehen. Ich dachte, das hat der nicht wirklich gesagt gerade, oder? Aber gut, muss jeder selber wissen. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber okay. So. Gucken wir uns mal an. 12 Sterne in Duellen, ganz ehrlich, machen wir. Wie gesagt, ich war da jetzt schon so lange nicht mehr so aktiv drinne. Will ich jetzt halt wieder mal machen. Gratisschub legen wir mal rein. Und wir greifen an. 12 Sterne ist natürlich jetzt auch was, klar, logisch.
Ja, genau, da ist natürlich sehr gut. Zack, zack. Und jetzt hier ganz genau. Ach so, ja, genau. Sollte man natürlich dann auch seine Ability nutzen. Das ist klar. Oh, was, Alter. Naja, das ist klar. Das sind die Clan-Truppen. Das sind einfach die Fu King-Clan-Truppen, die mir da halt das Leben schwer machen. Die dann einfach sagen, ach gut, okay, wir sorgen mal dafür, dass sich deine Truppen mit uns beschäftigen und dann halt nicht rausgehen. So, hier gucken wir mal. Das geht noch. So, und jetzt hier, genau, hier, da muss was gehen. Ganz genau, das passt. Und jetzt haben wir den Bogenturm noch und den Bogenturm noch. Wobei ich sagen würde, das könnte hier im oberen Bereich, könnte es mit der Meisterhütte klappen. Hoffen wir es mal. Hier noch schnell. Oh, ganz ehrlich, die Dragos halten auch ein bisschen was aus, so ist es nicht. Und austeilen können sie natürlich auch. Das heißt also, hier sollte es relativ gut klappen. Bam, knapp auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. Also der Gegner greift noch an. Möchte ich mir gerne anschauen. Mal gucken. Aber es wäre eigentlich egal. Es wäre egal, ob der mich jetzt killt oder nicht, weil es geht mir ja nur um die 12 Sterne. Es geht mir ja nicht um den Sieg alleine. Aber hier sieht man auch, boah, der braucht da halt Ewigkeiten, bis der hier irgendwie was an der Waffe kriegt. So. Boah, Jungchen, mach doch. Komm. Der liegt's voll drauf an, da seine Zeit da irgendwie komplett abzusitzen, glaube ich. Weil sobald die halt nicht mehr, genau, jetzt kommt er mit seiner Zweier-Kampfmaschine an. Die kann er sich gleich mal direkt rektal einführen. Und dann war es das, glaube ich. Das wird nichts. Da kommst du definitiv nicht so weit, wie ich dich sozusagen gebracht habe. Alleine, weil meine Clan-Truppen halt noch da sind. Jetzt sind die weg, aber das reicht schon. Da kannst du nicht mehr so viel starten. Sorry, aber das ist eine Nullnummer. Dann gib mir doch wenigstens die Möglichkeit, einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Wird er sich natürlich sagen, nö. Machen wir nicht. Auf die Prozente kommt der nicht, definitiv nicht. Selbst wenn jetzt der Mörser da nicht da gewesen wäre, das wäre nichts geworden. So, ja, Sieg, juhu, toll, weiter geht's. Zack, zack. Na, ist natürlich auch geil, dass ich schönen Bonus bekomme, auf jeden Fall. Kurz überlegen, kurz, wirklich kurz überlegen, wo wir hier hinlaufen. Zack, 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 zack. Dass wir halt die Prozente hier wirklich noch mitnehmen. Und bam, da sind wir wieder. Ist natürlich gut, wenn man, wie gesagt, diesen zusätzlichen Boost, nenne ich es einfach mal, nutzen kann. Zack, zack. Und los. Ganz genau, 62. Aber die Base ist halt schon gut gebaut, sage ich jetzt mal. Also man kriegt das nicht geschenkt, sagen wir es mal so, ja. So, und jetzt hier noch mal einmal die Luftbombe. Wenigstens, dass ich die noch hier... Alter, krass. Okay. Sieg. Sehr cool. Wäre egal gewesen, klar. Aber Sieg ist natürlich immer gut. Okay. Ich jump hier einfach ringsherum. Also hier Ability genommen. So, da haben wir noch Luftbomben. Ja, das ist gut, dass der sich halt wirklich nur mit den Clan-Truppen hier jetzt beschäftigt. Habe ich definitiv gut, finde ich, habe ich gut dran getan, sage ich jetzt mal, dass der sich halt, wie gesagt, mit den Clan-Truppen da auseinandergesetzt hat. Ist man da eigentlich am besten aufgestellt? So, jetzt schauen wir mal. Zack,
Wäre cool, wenn es halt wirklich noch ein Two-Star wird, aber das glaube ich nicht. Dafür ist es definitiv zu viel, was hier noch in der Base hängt und da kriege ich nicht die Meisterhütte weg. Die ist leider unantastbar für mich. Nee, ne, definitiv hat der definitiv gewonnen, klar. Aber wir haben schon einen Fortschritt gemacht. 4 von 12. Na, das ist doch schon mal etwas. 4 von 12, passt doch. Weiter geht's. So, wo kann ich eventuell mit der Kampfmaschine rein? Ich könnte hier vorbereiten. Ja, doch. Ich bereite hier vor. Und würde dann mit der Kampfmaschine leicht reingehen in den Bereich, um da ein bisschen für Spaß zu sorgen. Ist ja klar. So, Kampfmaschine am Start. Genau. Da geht schon was. Komm hier. Leg los. Ja, genau. Passt. In Ordnung. So und so. Alter, die kriegt mal richtig auf den Sack, Junge. Die kriegt mal richtig auf den Sack gerade. Die Kampfmaschine, aber da Luftbomben zu krass. Und ich denke mal, wie gesagt, Meisterhütte wäre nice. Glaube ich aber nicht mehr. Glaube ich, na. Manchmal ist komisch. So krass sind die Luftabwehren noch nicht. So krass sind die Luftabwehren noch nicht ausgebaut. Das geht. Ey, 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 das geht. Geil. Geil, 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 geil. Richtig, richtig awesome. Oh, cool. Hätte ich nicht mehr gedacht. Hätte ich definitiv nicht mehr gedacht. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Sind natürlich dann gleich drei Sternchen. Bringen mich natürlich dann auch gleich um einiges weiter im, ja, im Clanspiel. Ist hier noch? Oder sind das schon 5% des Goldlager? Nee, ich wollte gerade sagen, sind da nicht 5% des Goldlager? Oh, draußen ist echt Scheißwetter. Aber egal, wir sitzen drin. Es ist warm. Sieg. Sehr cool. Jo, läuft. Suchen. Hier, definitiv. Da und gleich. Ist das richtig? Frage, dass man gleich die Ability nutzt, dass der sich halt gleich wieder hochlädt oder ist das Quatsch? Ich bin der Meinung, das ist gut oder. Ist wie beim King, dass der erstmal ein bisschen abfedern muss. Ich habe da am Anfang auch gleich, oh hier und los, 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 los. Und dann sagte mir halt einer, nee, 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 das, was du hier machst, ist ein bisschen dumm. Das wäre natürlich auch mal eine Info wert. Wenn da einer sagt, nee, nee, das ist Quatsch, lass das mal lieber, dann würde ich mich da eventuell diesbezüglich auch ein bisschen verbessern wollen. Ist ja klar. So, jetzt gucke ich, dass ich von der Warte aus angreife, dass ich eventuell mich halt bis zu den Luftabwehren und sowas durchringe. Obwohl gegen zwei Luftabwehren. Ha, Schissel. Ach komm, hier, scheiß was drauf. Gehe ich von dort aus, gehe ich wenigstens auf die 50%. Aber wenn ich die Base von dem Typen sehe, macht er mich definitiv platt. Aber ich habe immerhin einen Stern bekommen. Der bringt mich natürlich auch wieder ein bisschen weiter. So, Kampf beenden, beziehungsweise. Okay. Oh, awesome, awesome. Ja, jetzt rennt mir natürlich die Zeit weg. Klar, logisch. Wir brauchen noch vier Angriffe, was vollkommen in Ordnung ist. Nebenbei greifen wir mal in dem nächsten Dorf wieder an. Das seht ihr aber im nächsten Video. Haut mal rein. Ciao, ciao.